Für viele Menschen ist das Down-Syndrom, die das Down-Syndrom haben, ist es unglaublich schwer, einen Job zu finden. Sie sind oft finanziell ihr Leben lang von ihren Eltern abhängig. Bei John ist das aber ganz anders. Er hat mit seinem Vater letzten Dezember ein Sockengeschäft in den USA aufgemacht. Und nach nur 5 Monaten war er Chef einer erfolgreichen Firma. Was sein Erfolgsgeheimnis ist, Christina Endruschat hat den verrückten Sockenerfinder getroffen. Eine neue Sockenbestellung ist eingetroffen und heute kümmert sich der Chef persönlich. Haifischsocken. John Cronin ist seit 5 Monaten Besitzer einer Sockenfirma in Long Island, gemeinsam mit seinem Vater. Socken sind für den 21-Jährigen mehr als nur eine Leidenschaft. Schon als Kind hat er sie selbst morgens ausgesucht, angezogen und dann sagte er immer, mit diesen Socken kann ich selbst sein. John hat seit seiner Geburt Down-Syndrom, auch Trisomie 21 genannt. Er ist körperlich und geistig eingeschränkt. Trotzdem hält ihn das nicht zurück, seine Träume zu verwirklichen. Sein Vater unterstützte schon immer jegliche Ideen. Und Ideen hat John viele, was denn nach der Schule in diesem Jahr kommen sollte. Einen Foodtruck. Ja. Da gab es nur ein kleines Problem. Wir können nicht kochen. Und im November letzten Jahres meintest du, Dad, ich will Socken verkaufen. Und das tun die beiden sehr erfolgreich. Nach nur wenigen Monaten haben sie Gesamteinnahmen von $500.000. Das liegt nicht nur daran, dass in jeder Sockenbestellung eine Süßigkeit und eine handgeschriebene Dankeskarte mit dabei liegt. Es ist Johns Geschichte, die berührt. John inspiriert Menschen jeden Tag. Und das ist kein Klischee. Er hat mich gelehrt, was Hoffnung bedeutet, dass man alles schaffen kann. Und er findet immer einen Weg. Happy Birthday! Persönliche Videos oder Nachrichten, das lieben die Kunden. Und wenn einer in der Nähe wohnt, dann übernimmt der 21-Jährige sogar selbst die Sockenlieferung. Dieses Selbstvertrauen, den unermüdlichen Zuspruch, hat er seinem Vater zu verdanken. Er ist so stolz auf mich und ich bin dankbar, ein so tolles Geschäft mit ihm zu haben. Ich liebe ihn so sehr. You're a good partner, but we do well together, huh?